Hallo und herzlich willkommen zu Isoware Live. Hallo. Güven, was sehen wir heute? Heute sehen wir praktisch die Durchdringung, die wir letztes Mal eigentlich angefangen haben. Also wir haben mit dem Fenster angefangen, diesmal geht es um das Lüftungsrohr und dann noch um den Kaminanschluss, also wie man die dann beiden macht. Fenster, wo ist hier ein Fenster? Das Fenster haben wir jetzt wieder natürlich überspannt, weil wir natürlich nächstes Mal die reale Situation zeigen wollen, dass da natürlich eine Pier drüber ist und man schneidet eigentlich blind in dem Augenblick auch die Dampfbremse mit und das wollen wir natürlich dann auch simulieren. Das heißt komplett realistische Situation, Dachfläche ist komplett mit Pier belegt und ihr schneidet dann dort ein Fenster rein, wo es hinkommen soll. Und mit wem machen wir das zusammen? Das machen wir am 10.7. mit Velux, also die begleiten uns da. Ja. Und in 4 Wochen, wie gesagt, sehen wir das Ganze, wie das dann in der Praxis dann auch aussieht, was der Peter sich da ausgedacht hat mit der entsprechenden Manschette. Und dass ihr euch was ausgedacht habt, das weiß ich, das haben wir schon gesehen. Okay, heute Abdichtung, du sagtest es gerade, Durchdringungen, Lüftungsrohr, Kamin, Lüftungsrohre, zu was sind die eigentlich in so einem Dach drin? Die Profis wissen es natürlich, für die Laien. Also das ist jetzt Heizungs-Sanitärwissen eigentlich im Endeffekt, in dem Augenblick, wo ich eine Klospülung betätige, muss das Ganze ja irgendwo hin. Und damit erzeugt sich ein Unterdruck, aber der Unterdruck muss ich ja ausgleichen. Und da gibt es einfach dieses Lüftungsrohr, der dafür sorgt, dass Luft nachströmen kann und das Ganze hier. Gut. Eins deiner Lieblingsspielwiesen ist ja die Manschetten, die du immer selber gerne baust. Wir haben uns im Vorfeld darüber unterhalten. Güven sagt, er ist viel schneller, als wenn er jetzt irgendwo hinfahren würde, kaufen. Ich sage, ja, einmal gekauft hast du dabei. Dein Argument, ja, naja, du hast vielleicht die falsche dabei oder ähnliches. Du hast mal eine 120er Rohrdurchmesser, dann hast du mal einen 100er oder einen 80er. Was willst du denn mit einer gekauften Manschette in dem Augenblick? Gut. Ich baue sie mir so, wie ich sie brauche. Ist und du wärst angeblich sehr zügig und sehr schnell. Ja. Das will ich sehen. Also gib Gas. Dann bauen wir eine mal nach. Gut. Aus was baust du die Güven? Ja, ich habe jetzt hier unsere Supraplex, weil wir natürlich jetzt in dem System bleiben. Okay, Supraplex, die neue Dampfbremsfolie von Isoware. Das ist mittlerweile die 4., 5., die wir am Start haben. Güven, warum haben wir jetzt noch eine? Also was uns im Portfolio in dem Augenblick eigentlich gefehlt hat, war, ja, wie soll ich sagen, für die klassische Aufspanndämmung eigentlich eine Dampfbremse auf Schalung, auf der man dann zum Beispiel laufen kann. Unser Duplex als solche hätte eigentlich dort bauphysikalisch schon immer funktioniert, nur war das uns zu unsicher, weil wenn du jetzt vorstellst, morgens ist da Tau drauf oder jemand läuft da drüber, dann kannst du natürlich zum einen die Folie beschädigen und zum anderen machst du eventuell einen Abflug vom Gerüst oder so oder vom Dach. Mhm. Und das war uns einfach aus arbeitssicherheitsrechtlichen Gründen einfach zu heikel. Deswegen haben wir jetzt auch, wie gesagt, die Supraplex mit einem rutschfesten Vlies obendrauf. Also auf Deutsch gesagt, wir haben an zwei Aspekte gedacht, als wir die Supraplex jetzt hier ins Programm aufgenommen haben. Einmal Arbeitsschutz. Deswegen erinnert mich die Bahn auch unheimlich an eine Unterdeckbahn, sprich an unsere ZUB. Ja. Aber ganz knallhart, aufpassen Leute, die Supraplex hat zwar die Haptik und ein bisschen die Optik einer Unterdeckbahn, ist aber definitiv eine Dampfbremse, eine feuchte Variable, wie immer unser Vario-Programm, aber im Unterschied zu ZOB, die diffusionsoffen ist, wie gesagt, die Supraplex als Dampfbremse. Jetzt hast du gesagt, Arbeitsschutz ist das eine, man darf nicht drauf rumlaufen und ähnliches. Ja. Jetzt hast du da aber schon ein Loch reingetreten beim Rumlaufen oder sehe ich das falsch, wenn du da mal drauf hältst? Also ich habe mehr oder minder das Schutzvlies beschädigt, das ist das Einzige, was da passiert ist. Hier sieht man schön, da ist irgendwie aber der Güven draufgekommen. Aber genau, dafür ist ja diese Folie praktisch das Vlies oben drauf da, dass immer praktisch, wenn man natürlich Laufwege hat, wenn man aus so einer Bahn läuft, dass man zum einen Rutschhemd der Oberfläche hat, aber so eine Beschädigung ist jetzt kein No-Go oder so. Okay, also das Vlies haben wir gelernt, dient dazu, dass du drauf rumlaufen kannst. Auf der Rückseite ist aber auch noch ein Vlies. Für was ist das jetzt da? Das ist dann praktisch als Splitterschutz, wenn da der Sparren natürlich jetzt nicht gehobelt ist oder so in irgendeiner Form. Da muss ja natürlich jetzt auch irgendwie was haben, was dann in dem Augenblick hilft. Okay. Supraplex, wir sehen, sie ist eben verlegt. Wir haben in der Vergangenheit sehr oft gezeigt, in unseren Unterlagen, auch bei Isoware Live, die schlaufenförmige Verlegung von Vario KM Duplex. Jetzt gehen wir mit der Supraplex hier eben über ausgedämmte Gefache. Wieso können wir das jetzt? Dadurch, dass wir jetzt das Peer-System haben mit einem sehr guten Lambda, können wir natürlich jetzt praktisch mit einer relativ komfortablen Aufspanndämmung von ca. 10 cm schon eigentlich in die Ebene Verlegung der Folie gehen. Und das spart natürlich Zeit und Geld. Also vereinfacht erklärt, wir haben eine Dämmung zwischen den Sparren, legen die Folie jetzt drüber, die ja jetzt, oh Schreck, in dem Augenblick auf der kalten Seite liegt. Die später aufgebrachte Pierdämmung hat eine so hervorragende wärmedämmende Eigenschaft, also ist so gut wärmedämmend, so gut isolierend, dass die Folie dann wiederum im Warmbereich liegt. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Gut, habe auch mal Glück gehabt. So, von der Seite funktioniert das. Jetzt sehe ich, setzen wir hier zur Verklebung der Supraplex unser Silverfast ein. Das kennen wir zur Verklebung unserer ZUB, unserer Unterdeckbahn.
Hier wird es natürlich auch benötigt, wie der Güven schon gesagt hat, damit dieses Vlies hier oben schön sauber aufgegriffen und dann dementsprechend verklebt wird. Ich sehe es jetzt aber in zwei unterschiedlichen dicken Güven. Was hat das jetzt für einen Grund? Die Klebebänder. Einmal in 60, einmal in 100. Ich habe es gerade hier. Ja, also zum Beispiel jetzt so eine normale Stoßverklebung, wie jetzt hier zum Beispiel, da reicht eine 60er. Aber wenn mich jetzt natürlich irgendwo mitten im Feld stoße, ist meistens ja der Schnitt der Duplex ein bisschen nicht so akkurat, auch wenn wir die Strichmarkierung haben zum Orientieren. Und da kann mal sein, dass man da einmal eine Welle macht und dann reicht das da hier nicht in dem Augenblick. Gut, also, ich will dich nicht beim passieren. Arbeiten abhalten. Genau. Dann das verfälscht die Zeit. Genau. Das verfälscht die Zeit. Okay, Markus, wenn du mal rüber gehst, wir sehen es hier, während wir die Längsverknebungen hier wunderbar mit dem einfachen Silberfast hinbekommen haben, ist ganz klar, mit dem schmalen. Hier runter haben wir zugeschnitten. Das ein oder andere Mal geht der Zuschnitt doch nicht so glatt. Man hat eine kleine Welle drin oder ähnliches. Da kommt hier dieses 100 mm breite Silberfast mit dem Splitliner zum Einsatz. Macht sich wirklich klasse, hält auch bombenfest auf diesem Vlies hier oben. Ist eine runde Sache, damit bleibt ihr im System und wie ihr wisst, ihr kriegt von Isover die 50 Jahre Systemgewährleistung, solange ihr ausschließlich mit unserem Material arbeitet, sprich die Vario-Komponenten inklusive Klebe- und Dichtbänder. Güven, wie läuft's? Ich bin eigentlich fertig. Ich drücke jetzt nur noch hier ein bisschen die Masse raus. Gut. So, dass man dann auch sicher ist, dass hier wirklich überall der Kontakt da ist. So. Et voilà, das war's. Wir haben um 3 mit der Sendung angefangen, jetzt ist 3:07. Du warst wirklich bei ungefähr 6 Minuten. Das ist wahnsinnig schnell. Mitreden. Also ohne Reden wirklich die 6 Minuten. Gut. Was ich machen muss, ist natürlich jetzt warten, bis es trocknet, aber das war's dann auch schon. Gut, wir warten jetzt nicht, bis es trocknet. Genau. Das würde die Hoppala. Sendung sprengen. Güven hat eine Manschette vorbereitet. Eigentlich der Peter. Eigentlich der Peter. Gut. Markus, Güven holt jetzt gerade mal die Manschette von da hinten. So. Thema Sicherheit bei solchen Dachschrägen. Ist ganz klar, der gelernte Dachträger, der springt da drauf rum wie die Katze. Güven sicher auch, ich ganz sicher nicht. Wir haben uns hier beholfen, ganz einfach unten auf dem Draufbalken diese Leiter aufgelegt. Die liegt mit beiden Holmen auf jeweils einem Sparren. Ich bin faul. schon kann der Güven hier bequem weiterarbeiten. Funktioniert einwandfrei. Und also, Güven ist sicher in der Dachschräge unterwegs. Also was ich jetzt hier habe, ist praktisch die Manschette, die ich gerade gebaut habe. Nur praktisch jetzt zum Beispiel hier gerade, dadurch, dass es einen geteilten Liner hat, kann ich jetzt hier wunderbar natürlich auch diesen 100er Silberfast SL dann verwenden, sodass ich den wunderbar drumherum lege. Schneiden einmal praktisch auf. Das war für mich auch interessant. Ich habe versucht, die Manschette anzuhalten und habe dann ganz klar gesagt, Güven, wir haben ein Problem. Die Manschette ist nämlich zu klein. Und sagte Güven, das ist überhaupt kein Problem, wir schneiden die einfach auf. Erstens das und vor allem, ich habe dadurch, dass es in der Variabelbahn ist, ich kann ja das wirklich ein bisschen offener gestalten oder sogar enger. Also es hindert mich ja niemand daran, das Ding hier enger zu spannen, dass ich zum Beispiel um 80er, 70er, 60er Rohr gehe. Also irgendwann ist natürlich die Grenze erreicht, aber das da hier würde zum Beispiel locker gehen. Ich kann das ruhig enger stellen oder wie gesagt auch weiter stellen. Ich muss dann eventuell halt 2 Klebebänder machen oder halt ein breites Silberfass zum Beispiel Zell nehmen, dann würde das auch reichen. Gut. Sieht gut aus und ein weiteres Argument dafür, wie der Güven schon sagt, sich die Manschetten selber zu bauen. Eine gekaufte hätte hier so nicht funktioniert. Die kann ich nicht einfach aufschneiden und anpassen. Das geht nicht. Aufschneiden schon. Das Problem ist nur, wieder dicht zu kriegen, weil dein Problem ist in dem Augenblick, du hast jetzt, sage ich mal, 30, 40, 50 Euro oder halt, also es geht ja bei 19, 20 Euro los, sage ich jetzt mal pauschal. Wenn du das dann halt überlegst, dass du jetzt was kaufst für teures Geld, dass du dann nachher in dem Augenblick wieder zerschneiden musst, dann würde ich sagen, dann baut doch das Ding gleich so, wie du es brauchst. Das macht, glaube ich, keinen Spaß. Da hast du wohl recht. So. Genau. Hier geht es langsam vorwärts, aber es geht vorwärts. Ja, das ist jetzt eigentlich Standard. Diejenigen, die unsere Sendung schon zum Teil kennen, das ist jetzt kein Heckmeck in dem Sinne. Immer richtig schön schwitzen hier mit den Scheinwerfern. Ja, wir haben es heute besonders gut hier oben auf unserer Baubühne, die Scheinwerfer und die Sonne sorgt für den Rest. Wir haben das Wetter nach drinnen geholt, aus irgendwelchen Gründen. Gut, während Güven das hier abzieht, kann ich nur noch mal betonen, ihr seht, wie einfach das klappt mit dieser selbstgebauten Manschette. Das Silberfast hält jetzt schon, ohne anzurollen. Nichtsdestotrotz, den Roller habe ich hier schon in der Hand. Also das ist das Pflicht, egal ob jetzt ein fester Untergrund, wie jetzt in dem Sparrenbereich ist oder halt wirklich hier im Feld. Also das ist bitte Pflicht, dass man darauf trinkt, dass man das Anrollern macht. Wir haben ja hier diese Diamantstrukturen. Wir müssen wirklich hier gucken, dass das Klebeband in dem Augenblick tief in die Masse in die Folie eindringt. So, und ich habe das natürlich vorher schon probiert und habe so ein Stück Silberfast mal angerollert hier auf der Supraplex. Das hält bombenfest. Man kriegt es nur noch runter, indem man
im Grunde genommen das Vlies abzieht, so wie der Güven jetzt hier ist runtergetreten hat. Also das ist eine echt runde Sache, das ist eine gute Sache. Jetzt wieder weg. So. Und ihr seht auch, wie einfach das ist zu verkleben. Der Güven hält es an der einen Stelle, zieht den Splitliner ab. Also das mit dem Splitliner ist echt eine tolle Idee. Funktioniert ja richtig klasse. Wichtig ist halt, dass man da versucht, wenig Kontakt mit der Kabelschlecht zu kriegen, weil jeder Kontakt, ich habe ja immer Fett, Dreck, alles mögliche an den Fingern und das muss ja nicht jetzt mit auf die Manschette oder die Verklebung drauf. Und das mindert die Klebekraft zum Teil wirklich bis zu locker 20-40%, je nachdem, wie dreckig dann die Finger sind. So, ich komme mal hier von der Seite reingeschossen. Genau. Und versuche wenigstens ein bisschen mitzuarbeiten. So, und was ich jetzt halt hier in dem Augenblick habe, ist, ich suche mir zum Beispiel hier irgendwo eine Rille, sage ich jetzt mal, aus in dem System. Dadurch, dass es flexibel sein soll, sollte ich möglichst nicht hier oben festkleben, weil dann sieht der Handwerker nichts mehr. Je weiter unten das ist, dann kann der gute Mann natürlich mit seinem Ziegel noch entsprechend verfahren. Und dafür bringe ich jetzt einfach eine Stichtraupe um die jeweilige Lage auf. So, ich versuche dir ein bisschen zu assistieren. Nö, das geht schon. Okay. Also da darf man jetzt nicht zu sparsam sein. Das sind jetzt nicht nur 8 mm Raupe, sondern die Luftdichtheit wird jetzt praktisch über die Masse hergestellt. Pass auf, dass du nicht verschmierst. Ich tue mein Bestes. So. Und jetzt verspringt das Ganze. So. Tupfer heißt dann immer so schön. Okay. Gut warm. So. Das sieht die Kamera jetzt nicht. Wir müssen uns ab und zu mal hier ein bisschen abtupfen. Wir zerfließen hier gerade. Genau. Also was ich jetzt hier mache, ist praktisch wirklich sauber anzudrücken. Und das, was jetzt praktisch luftdicht anschließt, ist die Dichtmasse. So, wenn du jetzt mal gerade das schmale Silberfass oder gerade das 100er Silberfass bitte hast. Aber gerne doch. So. Das ist das 150er. Das ist das 150er. Ah, super. Gerade das schmale, perfekt. Ist ja nicht so, dass wir davon nicht haben. Also auch bitte darauf achten, wir haben einen sehr guten Liner, der das Ganze spurhaltig macht. Also man kann das nicht von der Hand reißen. Also verwendet da bitte, wenn es geht, dann entsprechend ganz normal ja, die Schere oder Cuttermesser von mir aus. Wichtig ist halt einfach nicht nur... Du ziehst jetzt Beine gleichzeitig ab, weil du brauchst im Grunde genommen jetzt die einzelnen Liner nicht. Okay. Genau. Jetzt sieht man schon, ein bisschen verschmiert, aber ich fixiere es jetzt erstmal hier. Mhm. Also hier kommt wirklich die Breite des Bandes zum Tragen. Genau. Der Güven braucht da nicht lange rumexperimentieren, sondern dadurch, dass ich so eine breite Klebefläche habe, unten angesetzt, hochgezogen, das erste Stück dran. Eigentlich ist das schon fix und fertig. Also das hier oben könnte ich jetzt wegschneiden, weil das würde mich jetzt nachher, wenn ich das Produkt hin und her verziehe, noch behindern. Und das machen wir jetzt auch. Also alles, was drüber steht, alles, was über der Kleberaupe steht, kann weggeschnitten werden. Die Kleberaupe in Verbindung mit dem Silberfass ergibt unsere luftdichte Schicht. Und wie es der Güven super zeigt, nachdem er es hier weggeschnitten hat, wenn jetzt der Lüfterziegel hier, hier, ganz kurz hier aber oder hier sitzt, ich kann damit noch schön ausweichen. Genau. Das heißt, das ist logisch, die Dachgeometrie, die Geometrie der Eindeckung ergibt sich nachher durch die Abmessung der Ziegel, nicht dadurch, dass wir hier gerade unser Lüftungsrohr haben. Genau. Da also sagt der Dachdecker, das ist mir egal, ich mache da trotzdem meine Ziegel drauf. Also sicherheitshalber lege ich meistens immer noch so eine Schnur drüber, sage ich jetzt ja, mal. Ja. Weil dann ist es, bis es ausgehärtet ist, entsprechend dann einfach nur fixiert. Das ist jetzt, wie gesagt, nicht für die Luftdichtheit, sondern da geht es wirklich nur darum, dass das Produkt gesichert ist, bis es trocken ist. Was passiert mir, Güven? Du arbeitest jetzt, auf einmal guckst nach oben, da ist alles dunkel und hier kommt der erste Schauer runter. Dann würde ich sagen, schnell runter vom Dach, weil wird man nass. Auch aber das? Auch das Dach würde nass werden, aber hier haben wir natürlich jetzt den Vorteil, dass unsere Supraplex zum Beispiel in dem Augenblick eigentlich nicht abgeplant werden müsste. Das Problem ist aber meistens, dass ich ja Hilfslatten irgendwo habe, auf denen ich ja am Dach laufe. Und überall da, wo ich natürlich die Latte hier durch die Folie durchjage mit einem Nagel, was ich nachher übrigens unbedingt abdichten muss, da kann man natürlich, wenn das Wasser ansteht, dann genau diesen Nagel entlang reinlaufen. Also die Bahn selber ist eigentlich dicht, aber da, wo natürlich ich Löcher reinmache, da passiert meistens das. Also das kann sein, dass man dann doch ab und zu abplanen muss, je nachdem, wie groß das ist. Also ein kleiner Schau macht da, denke ich, ganz sicher nichts aus. Prima. So, Rohr ist fertig. Ja, Rohr sieht gut aus. Ja, und ihr habt gesehen, der Güven hat die Manschette selber gebaut. Die er gebaut hat, haben wir nicht eingebaut. Wie gesagt, frisch. Ja. Das können wir nicht. Aber wir haben eine solche selbstgebaute eingesetzt, die nicht mal dem Durchmesser des Lüftungsrohrs entsprochen hat und trotzdem funktioniert das. Und das Ding ist jetzt flexibel, da kann jetzt auch nachher der gute Mann dran zippeln, aber ich glaube, das ist auch ein Ergebnis, das für sich spricht. Zumal ja
das Silberfass zum Beispiel auch Schlaggering geprüft ist. Also da haben wir auch wirklich entsprechend keine Probleme damit. So, jetzt hast du noch zwei, ich sag's jetzt vorweg, Klebebänder mitgebracht. Jawohl. Ich habe mich ein bisschen auf den Arm genommen gefühlt, wie er mir gesagt hat, das wären Klebebänder. Das ist die XXXL und die, ich weiß nicht, wie viel XL-Variante. Was sind das jetzt genau für spezielle Produkte, Güven? Ja, das ist unser Rebatec einmal in 30 und einmal in 60. Was mir auffällt, die Oberfläche ist analog der Supraplex. Ja. Sehr rau, also sprich, das ist schon diese Fließoberfläche. Warum ist das so? Also zum einen natürlich, wenn ich solche großen, ich sage jetzt mal wie ein Pflaster, so ein großes Band drauf habe, sollte man natürlich nicht was Glattes haben, weil da kann man natürlich auch den entsprechenden Abflug machen. Also da ist das System an sich eigentlich schon stimmig, dass man da auch nicht ausrutscht, sondern ein bisschen raue Oberfläche hat. Okay, wo setze ich die jetzt genau ein? Also hier nochmal die Kehle, kleinere Variante. Zum Beispiel irgendwo am First, wenn ich dann bei einer Pierdämmung zum Beispiel die Platten sich stoßen. Also da kann ich wirklich diesen Abdeckstreifen sozusagen verwenden oder in der Kehle. Da in dem Bild sieht man das eigentlich ziemlich gut, wenn du das gerade mal zeigst. Da sieht man das in allen Formen und Varianten. Okay. Also auch hier, das Isoware-Produktmanagement hat sich hier wieder einen Kopf gemacht, welche Details eventuell noch einer Lösung bedürfen und hat hier wieder die Ideen ins Rennen geworfen. Ich hoffe, dass ihr es nutzt und eure Erfahrung uns vielleicht mal mitteilt. Wäre eine interessante Sache, wenn wir ein bisschen Post von euch kriegen, wenn ihr schon mitgearbeitet habt, genau, wie sich es bewährt hat und was wir eventuell noch verbessern können, was ich noch nicht glaube. Für die, die es schon in den Fingern hatten, Chat ist ja offen, da könnt ihr jederzeit noch kommentieren. Gut, du arbeitest jetzt damit. Ich würde dich bitten, die Dichtmasse gerade hochgibst. Na klar. Weil jetzt kommt natürlich der Anschluss sozusagen der Supraplex an den Kamin. Wir hatten in einer der früheren Sendungen mal gezeigt, was man machen muss, wenn natürlich jetzt der Kaminkehrer sagt, ich darf nicht mit einer Folie direkt an den Kamin rangehen. Hier simulieren wir jetzt praktisch zwar den Altbau, aber halt mit einer entsprechenden gestemmten Schale, wo dann der Kaminkehrer das hat. Ansonsten würden wir hier wirklich mit 5 cm zum Beispiel wieder so einem Gasbetonstein arbeiten, ja, der halt A1 ist, uns den Abstand holt und an den würden wir dann andichten. Das haben wir mal in einer der Folgen schon mal gezeigt. So, wir dichten jetzt direkt an. Du arbeitest hier zuerst mit der Dichtmasse. Ja, was ich zuerst mache, ist natürlich das, den Haarschnitt, was wir immer wieder proklamieren, so heißt das so schön. Den wollen wir jetzt einfach hier mit dem Lappen, den wir überstehen haben lassen, praktisch hier festkleben. Was ich schon gemacht habe, ist hier mit einer Grundierung zu arbeiten. Das bedeutet, genau, wenn du mal gerade hergibst, wenn der Untergrund jetzt natürlich sanden sollte, dann kann man natürlich zum Beispiel jetzt wunderbar den Multiprime hernehmen. Ist ein super Produkt, auch in dem System 50 Jahre dann entsprechend integriert für innen und außen. Und du bist mir zu schnell. Was heißt sanden? Wie merke ich das? So. Okay. Wenn du drüber fährst und du hast weiße Hände oder sonst was, dann weißt du, okay, da musst du was machen. Und okay, dann reicht es nicht irgendwie, einen Glattstrichtuch zu machen auf einen sanden Untergrund, weil dann fällt dir der Glattstrich genauso runter. Also ich muss grundieren eigentlich oder sogar den Putz abschlagen. Das hatten wir schon mal in der Sendung in zwei Sätzen. Güven, wie bringst du den auf? Ich kann es jetzt direkt so auftragen, mit einer Schaumwalze dann verteilen. Also wir haben hier eine Dosierspitze, das ist für viele vielleicht auch nochmal zu erklären. Also man kann hier einstellen, wie viel rauskommen soll. Man muss nicht immer 1 oder 0, so digital gesagt, also Vollgas oder Stand machen, sondern man kann wirklich schön dosieren und dann wirklich schön auftragen, mit dem Pinsel verteilen und mit einer Schaumwalze und dann ist alles also gut. Also je nachdem oder je nach Gewindegang, umso mehr kommt hier raus. Genau. Funktioniert was klasse. Hier, was man hier auch noch sieht, ich bin mal ein bisschen leise. Ja. Man hat es gehört, hoffe ich. Also das Produkt ist auch dauerklebig. Das bedeutet, wenn ich es mal draufgebracht habe und es ist trocken, klebt man das auch die ganze Zeit. Also das ist wunderbar, wenn ich eine Hilfe brauche zum Montieren. Ich habe es in einer letzten Sendung schon mal gesagt, das erinnert mich unheimlich an die alten Fliegenfänger, die ihr von euren Großeltern vielleicht noch kennt. Ja, das hast du jetzt gesagt. Es bleibt wirklich dauerklebrig. Das ist ja Wahnsinn. So, du bringst jetzt hier... Genau, meine Raupe auf. Also die schon mal die älteren Sendungen gesehen haben, die wissen ja schon, dass wir zum Beispiel hier an der Spitze diesen Y-Schnitt haben. Mhm. Also beidseitig, das bedeutet, ich bin jetzt zwar glatt drüber gegangen, habe aber genug Material überstehen, sodass ich da wunderbar andichten kann. Und, was der Peter auch immer wieder zeigt, bitte nicht platt drücken, also nicht den hier machen, sondern wirklich hier mit zwei Fingern. Zwei-Finger-Technik, ja. Genau, so drüber rutschen. Und dann habe ich meine flexible Masse, die kommt dann auch überall raus. Also man sieht es hier ein bisschen da drüben. Wichtig ist, der Güven hat es schön gesagt, ich weiß nicht, ob du es draufkriegst, es bleibt hier diese Wulst stehen. Es ist diesmal ganz offen nicht erstrebenswert, mit einer Anpressrolle oder was weiß ich drüber zu fahren und das Zeug gleichmäßig über mehrere Quadratzentimeter zu verteilen, sondern wirklich diese Zwei-Finger-Technik hier langziehen. Ihr drückt im Grunde genommen die Supraplex jetzt hier
am Rand der Wulst schön an, aber habt hier noch richtig diese Raupe stehen und da legt die sich an und wird auf Garantie luftdicht. So, genau. Also da oben hast du es auch gemacht. Genau, ich kürze jetzt ein bisschen ab. Also das, was ich jetzt natürlich hier mache, gibt es hier oben dann natürlich entsprechend auch. Na klar. Also auch da muss ich dann andichten. Jetzt für den Seitenteil haben wir ja früher immer praktisch ein Stück Folienstreifen abgeschnitten und den dann praktisch nochmal verklebt. Und da kommt natürlich uns jetzt das Rivatec wunderbar entgegen, indem ich natürlich ein Produkt habe mit dem geteilten Liner. Ich zeige es nochmal gern. Also das ist eigentlich ein großes, breites Klebeband, was ich dann hier wunderbar verwenden kann. Das bedeutet... Das ist schon... eine Nummer, wenn man das hier so sieht, ein Klebeband in der Breite, das also ist schon irre. Man soll es nicht an den Haaren von irgendwelchen Leuten nehmen, das tut weh, definitiv. Aber wie man jetzt sieht, ich gehe jetzt halt her, lege mir das wirklich hin. Markus, du kannst es ja sehen. Ich verlege mir das wunderbar. Und dann ist das schon mal praktisch dran. Also dann fixiert es sich erstmal adhesiv und ich rutsche wieder mit meinen zwei Fingern hier entlang. Man sieht hier die Masse schön rauskommen, hoffe ich. Also ja. Da ist die Verbindung. Ja. So, wenn du mir gerade mein Cuttermesser hast, oder habe ich den bei mir? Ansonsten gibt es nur die Schere. Ich würde darauf tippen, dass es die Schere wird. Dann soll das die Schere sein. Also dann gehe ich jetzt her. Also idealerweise fange ich von unten an, dann die Seiten und dann oben. So, hier ist jetzt die Verklebung. Das bedeutet... So, das kann ich nochmal leicht... Kurz korrigieren, also... Ja. Das ist ja das Tolle an unseren Klebebändern, dass wir dieses Anwachsen haben. Also wir haben noch eine kurze Zeit, wo wir das korrigieren können. So. Aber das ist schon Wahnsinn mit so einem breiten Klebeband. Und vor allen Dingen, ihr seht unten, das kann ich noch herrlich korrigieren. Warum? Genau. Ja, da habe ich den Liner noch drauf. Ja, das macht ja nichts auf. Den kann ich ja jetzt hochklappen und genauso abziehen. Genau das. So. Übrigens, falls ihr mal sowas an den Fingern habt oder so, rubbelt mal ein bisschen schneller. Dann werdet ihr ganz schnell sehen. Das lässt sich eigentlich sehr gut lösen. Ansonsten für diejenigen, die ein bisschen einen Trick verwenden wollen, bei so Temperaturen verwendet man gerne Sonnencreme, damit man nicht eigentlich einen Sonnenbrand holt. In dem Augenblick, wo ich mich eincreme, habe ich eigentlich genug Fett auf den Fingern, dass ich eigentlich alles, was da... Also ich führe es gerne nochmal vor, weil das ist auch immer so ein schöner Aha-Effekt. Das kennen die meisten vielleicht noch gar nicht. Auch nicht schlecht. Also ich habe hier wirklich jetzt Masse ein bisschen drauf. Double Fit in der Hand. Und jetzt rubbel ich mal und dann ist fast alles weg. Also... Es ist dann auf dem Dach und auf den Klamotten, aber... Ich wollte gerade sagen, da machst du nachher sauber, das mache ich nicht. Also hier, ich muss nicht mit schwarzen Fingern am Samstag zur Hochzeit. Das ist schon mal Gold wert für jeden Zimmermann, denke ich. Gut. So, nichtsdestotrotz zurück zum Rivatec. Interessant jetzt, dieser Splitliner kommt jetzt zum Einsatz. Der Güven zieht jetzt einfach die zweite Hälfte darunter. Genau, ich positioniere das und dann mache ich eigentlich nichts anderes, wie jetzt schön sauber andrücken. Auch hier würde ich anrollern, also anrollern. Ich wollte gerade sagen, ich reiche dir gerade den Roller. Das kriegt man noch ein bisschen. So. Also wenn es im Feld so eine kleine Falte gibt, die tut nicht weh, aber der Rest passt. So, da haben wir keinen Dichtstoff drunter, kein Double Fit. Hier wird gerollert, genau. Aber nicht über die Dichtstoff rausgefahren. Also falls es sich ergeben sollte, dass ich hier irgendwo nochmal was brauche, dann kann ich immer noch ein Stück Klebeband drüber machen. Ja. Wie gesagt, die Luftdichtheit stellt mir praktisch das Double Fit her und nicht praktisch der Rest. So. Sieht gut aus. Und so gehe ich einfach, wie gesagt, einmal um den Kamin rum. Von unten beginnt, von den Seiten nach oben, sodass Wasser immer, wenn es kommt, drüber läuft, dass es immer überlappend ist. Und dann war es das eigentlich auch schon. Ja. So, ihr habt gesehen, wir haben wieder ein paar Produkte am Start, die, wie ich finde, echt Mehrwert bringen, Zeit sparen und zum Thema Sicherheit richtig aufs Punktekonto gehen. Ich denke, das ist eine feine Sache. Wir machen an der Stelle Schluss. War heute eine schweißtreibende Geschichte hier oben. Wohl wahr. Aber wir hoffen wie immer, dass ihr ein bisschen was gelernt habt. Bis zum nächsten Mal in 14 Tagen. Tschüss. Tschüss.